Gleich zu Beginn des Unterrichts wollte er wissen, wer von uns am Vortag dabei gewesen sei, als bei der Familie Nick ein Stein in eine Fensterscheibe geworfen wurde. Sollte mir dieser Birkenscheißkerl morgen begegnen, ich würde ihm auf der Stelle eine reinhauen. Ich bin Deutscher, verstehen Sie? Germany, Mercedes, Lufthansa, Deutsche Bank. In Deutschland sitzen die Taxifahrer in einem Mercedes. Jawohl, mein Lieber, nicht in so einem Kack-Japaner, den man nicht einmal rauchen darf. Bei uns wird der Gast respektiert, hier wird er mit dem Stock bedroht. Das ist der Unterschied. Und von wegen Sauberkeit. In meinem Land stehen an jeder Straßenecke Abfalleimer. Bei uns könnten Sie Ihren Gemüsereis mit dem Stäbchen von der Bordsteinkante essen. Nicht wie hier, wo jeder Bürgersteig voll gerotzt ist. Singapur hat den höchsten... Ach, hören Sie schon auf! Singapur hat die höchste Rate an Dummheit und Korruption weit und breit. Solche Momente wie zuvor im Taxi schätze ich an dir. Deshalb sind wir auch Freunde. Leider lebt man dich immer seltener, so schlagfertig und witzig. Und das kommt daher, weil du dir das Hirn mit diesem Pulver vernebelst. Ehrlich, Bruder, ich wünschte, du würdest endlich ernst machen und die Finger von dem Zeug lassen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ein Konflikt mit einem Balinesen je in einen ernsten Streit ausgeartet wäre. Ihre Streitereien fanden in den Dramen statt, in denen Halbgötter und Fabelwesen gegen Hexen und Dämonen kämpften. Paco und ich lebten uns schnell ein in die dortige Gesellschaft. Sprich, wir fühlten uns unter den Balinesen so wohl wie schon lange nicht mehr in einem fremden Land. Wo bist denn her? Aus Berlin. Hallo, nickte er in die Runde. Hier nennen Sie mich Elvis, aber mein richtiger Name ist Harry. Wie jetzt, Harry oder Elvis? Elvis ist mir ehrlich gesagt lieber. Harry steht nämlich in der Fahndungsliste der Interpol. Was ist denn das für einer? Wandte sich Paco an Mate. Kennst du den Burschen? Ich habe ihn schon oft gesehen, aber kennen tue ich ihn nicht. Ein Deutscher. Ist schon den ganzen Sommer hier. Have money. Er vehement protestiert und behauptet, das gäbe es überhaupt nicht, das wäre alles aus den Fingern gesogen. So etwas wäre niemals vorgekommen in den Schulen. Also, und dann haben wir doch tatsächlich auch noch Zeugen aus Bacharach gefunden, die bei dieser Dame in die Schule gingen und die bezeugen konnten, ausgerechnet von ihr verprügelt worden zu sein. Also mit dem Stock. Ne? So,